Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Ist es nicht schön? Es ist sonnig und wir gehen erstmal baden. Du weißt es einfach nur, da hättest du überspringen müssen, Kenway. In See stechen, ja, bitte, danke sehr. Ist mir recht. Ich glaube, das müssen wir machen für die nächste Mission. Ahoi, Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Okay, klingt interessant. Zur Flotte. Okay. Was zur... Okay, ich verstehe jetzt nicht so ganz, Seeschlacht. Was? Hat Schaden genommen? Klingt aber gar nicht lustig. Aber das Seeschlacht interessiert mich. Weniger Schaden halten, Feuerkraftbonus. Feuerkraft. Ja, der eine macht mehr Schaden, der andere mehr Geschwindigkeit. Joa. Möge die Schlacht beginnen. Holy. So viel dazu. Okay. Okay. Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, wie das jetzt hier funktioniert. Aber... Oder was das hier soll. Verfügbar, das heißt, ich kann auch ein Schiff holen. Ja. Irgendwie bin ich gerade überfordert. Dezent. Whatever. Tschüss.
schon Upgrades sind verfügbar. Was für Upgrades? Was haben wir denn? Jagdkanonen, nein. Ja, da brauche ich einen Plan. Apropos Plan. Also war das falsche, oder? Ja, das war das falsche. Naja. Hier, die ultimative Harpune! Reicht ja gar nicht für Panzerung. Ich wollte eigentlich die Panzerung auch mal ausbauen. Feuerfässer. Ich benutze keine Feuerfässer. Da baue ich es ja noch nicht aus. Oh, mehr schwer. Ich möchte eigentlich erstmal meine Breitseitenkanone so ein bisschen ausbauen. Die machen mir viel zu wenig Schaden. Okay, ich brauche ganz viel Stoff. Viel Metall und ein Haufen Geld. Elite-Harpune. Ich bin beliebt in meiner Mannschaft. Das ist gut. Captain ist am Ruder. Schön, dass ich wieder am Ruder bin und... Wie bin ich hier unten hingekommen? Ich war da oben. Und... Vor allem, wo soll ich jetzt hin? Wo ist jetzt die Mission? Lindbad der Pirate? Wollt ihr mich verarschen? Like. Wisst ihr was? Könnt mich mal. Ich nehme die Abkürzung, ich fahre nicht über die halbe Welt. Könnt mich mal. Ich fahre nicht über die halbe Welt nur dafür. Ich möchte in den See stechen. Bitte, danke sehr. Können wir auch gleich wieder ein Vorab knallen, hoffentlich. Stehe ich immer noch nicht. Was ist unser Kurs heute, Captain? Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Alter, 7 Verteidigungssachen. Schlechtes Wetter voraus, Captain! Hoch! Bewegung, ihr Ratten! Na und? Feuer! Kabusch! Da, Captain! Ah! Da sind sie am empfindlichsten! Bereit zu schießen, Sir! Oh, oh. Vorsicht, Captain! Na, komm schon! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Alter! Hält mich nicht. Bereit zu feiern! Leesegel einholen! Könnt mich mal Großsegel hier! Retten. Hol die Marssegel ein! Aber es ist ja nicht so schlechtes Wetter! Feuer! Er hat hier für das schlechte Wetter gesorgt! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Feuer! Das Ding hält schon zu viel aus! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie lassen! Feuer! Sieh nur, Feuer! 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 Sie verwundbar, Captain! Verdammt, bist du verrückt? Feuer! Die Hartmut! Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ja! Oh, das Treffer könnten sie ablegen! Kleinholz hier! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer!
unglaublich! Raus auf den Wind! Du wirst uns versenken, Kenwick! Werde ich gar nicht! Los, Segel setzen! Sieh! Ein halt die Schnauze! Mauser im Anflug! Ja und? Ist mir doch Wayne. Was denkt jetzt dieses Feuer? Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Und das Letzte ist, was ich mache. Gib den Befehl, Sir! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen hier weg. Alle Segel, Bewegung! Reine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Oh, ein bisschen gucken und mal Feuer! Ein bisschen wegmörsern. Captain, ein paar Treffer hier und sie brechen! Ausweichmanöver! Sind bereit, Sir! Feuer! Dann hau den mal einen Mörser rein. Da ist sie am schwächsten, Captain! Ram- und Marssegel fest, Torren! Und Feuer! Geh mir da oben auf den Kiel. Ja, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Genau die da! Lehsegel heißen! Los geht's! Ja, was ihr könnt, kann ich schon dreimal. Wir müssen ausweichen! Feuer! Scheiß muss ich! Schieß! Alle aus der großen Karte! Scheiß muss ich. Feuer! Ja, na gar nicht. Raus die Lieder, raus auf dem Bett. Alter. Ja, scheiß Sturm. Wir sind doch ein bisschen auf dem Weg. Fast auf den letzten Energielevel gedöns. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Alle Segel setzen, Jungs. Wir haben doch ein bisschen auf dem Keks. Segelreffen raus aus der Böe! Die Segel aufgreifen! Die schießen Feuer! Uns! Ja und ich schieße zurück! Bereit zum Feuern, Captain! Ich hab noch so ein paar Mörser. Feuer! So viel Segel, ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Sind Feuer! Bereit, Sir! Nein, das Treffer könnten Sie lahmlegen! Schießen, Kettel! Wir nicht in dieses Monster geraten. Nachladen! Der nächste Trip! Alter, ich sehe nichts! Alle Segel! Ich sehe nichts, das ist das Schlimme. Wir müssen diese Türme treffen! Ja, schön, wenn ich sie denn sehen würde. Ein Schott hat völlig zerlegt! Die Sektion ist verloren! Feuer! Dort ist sie verbunden, Kettel! So, das war einmal. Segelbergen! Und die Dammit, ich hab keinen... Der Segelmänner! Ich hab keinen Mörser mehr. Dann fest ihn in den Wind! Ich hab keinen Mörser mehr, das ist schlecht. Verdammt schlecht. Läuft jetzt nicht gerade deutlich Mörser. Feuer! Ja! 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 Heb den Befehl, Sir! Feuer! Wie soll ich das Zeug da oben kaputt machen, wenn ich nicht rankomme? Ernsthaft? Ja, ich merk's. Aua, 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 aua. Achtung! Uncool. Wir werden an den Felsen zerschmettert, Sir. Alter! Uncool! Das war uncool. Soll vielleicht nicht für alles meinen Mörser raushauen. Sollten wirklich oben aufsparen oder gleich oben. Und unser machen. Kurs heute, Captain, ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Die nicht weit weg war. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass er mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Mach gleich da oben. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Feuer! So. Feuer! Dann mache ich euch gleich kaputt hier. Feuer! Na? Feuer!
Feuer! Feuer! Ram- und Marssegel festzurren! Ja! Kapitän, einholen! Da oben. Feuer! Na und? Feuer! Wann die da oben kaputt gehen? Yay! Ey! In die Wanzen alle Segel werfen! Alle Segel werfen, Männer! Feuer! Segel setzen, Bewegung! Geht doch! In die Wanzen, nicht gleich so? Sie geht gleich unter! Warum nicht gleich so? Und auf einmal sind auch die ganzen Stürme weg. Wer hätte gedacht? Segel setzen! So. Mein Vor! An die Schurten. Oh mein Gott, ist das Ding stark verteidigt gewesen. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Großsegel rein! Bramsegel reffen! So, das will ich. Ja, nimm den. Boah. Ey! In die Klöten, Junge! Ernsthaft! In die Klöten. Kabam! Bam! Ich liebe es, Leute in die Wand zu hauen. Aber die kommen anscheinend unendlich wieder. Hm, hier ist eine Kiste irgendwo. Da ist eine Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Edward? Danke sehr. Sheesh. Aua. Ich weiß, ich bin ein heißer Typ und so, aber... Okay, so kann man es auch machen. Oh, cool. Headshot macht Insta-Kill. Mach das. Ich muss auf jeden Fall noch dieses Vor einnehmen. Das bedeutet wieder...
Was wird jemandem mehr wehtun als mir? Ja, das wird jemandem wieder mehr wehtun als mir. Da habe ich ihn doch nur ganz leicht gepiekt. Stimmt sogar, ich habe Videobeweis. Ich habe Videobeweis, dass ich ihn nur ganz leicht gepiekst habe. So, beim nächsten Mal gehen wir dann mal nach Isla de Sacrificios, weil ich glaube, das ist so Bonus-Content-Zeug. Und nun ja, ergo, da will ich hin. Genauso wie hier unten, dieses Mystery Island. Ich weiß nicht, ob es meine Bonus-Edition ist oder Vorbestellerbox. Eins von beidem. Auf jeden Fall sollten wir da was Interessantes finden. Nachdem wir dann hier das Ding ausgenommen haben. Na, bis dahin. Sehr, Leute.